am all powerful. The oceans roil constantly, shifting, concealing, hiding secrets beneath their murky depths. The living have no place in the dark deep of the sea. Only the dead can scavenge here. Wolfheart's ship, a vengeance left unfulfilled. But that was not all the captain left behind. There it gleams amidst the carcass of the ship. A harpoon of tempered star metal. The only weapon strong enough to pierce the heart of Amanar. The harpoon is claimed. But the charms that made it so potent have been washed away. There is much to do before the weapon can be used against the beast. Viel zu tun also. Und damit herzlich willkommen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Total Wuhu Warhammer 2. Unserer wunderschönen Kampagne mit den Flotten. Mit der Flotte der Verdammten. Wir haben die Sternenmetallharpune endlich für uns beansprucht. Unsere Schatzkammer wurde auch ein wenig aufgefüllt. Und die Korsaren der versunkenen Länder sind nicht mehr. Und alles, was es jetzt noch gibt, ist unser Sieg. Unser nächstes Ziel ist es also, die drei Verse, die drei Strophen des verlorenen Seemannsliedes zurückzugewinnen. Und die erste Stufe befindet sich im Besitz von Reichsmarschall Harkov. Ein wenig noch und dann haben wir genug Infamie angesammelt, um ihn anlocken zu können. Also, als allererstes, einmal ganz kurz Graf Noctilus wieder aufleveln. Ich denke mal, die Schattengrube hat nicht so viel ausgerichtet, wie ich gehofft hatte letztes Mal. Das war ein bisschen enttäuschend. Ein ganz kleines bisschen. Gehen wir auf den Seelenwind, dann haben wir alles mal ein bisschen zusammen. Und die Frage ist jetzt, was wir machen. Unsere Armee ist ja etwas geschwächt jetzt nach dem letzten Gefecht. Und, naja, so schnell. Sie können sich halt nicht auffüllen. Ich finde es ein bisschen dumm, dass wir uns nicht, dass wir unsere Armee nicht auffüllen können, während wir stillstehen. Ich weiß nicht warum. Ich meine, hier schwimmen überall Tote rum. Kann ich die nicht einfach einsammeln und dann wiederbeleben? Offensichtlich nicht. Dementsprechend müssen wir, glaube ich, leider zumindest für kurze Zeit einmal an Land gehen und uns hier dann ja mit neuen Truppen eindecken, indem wir in so eine kleine Stellung gehen. Schauen wir doch ganz mal, die Anhänger des Nagash bereiten sich mittlerweile hier im Gebirge etwas aus, haben den Geierberg eingenommen. Mal gespannt, wie das eigentlich hier ausgeht mit den Gruftkönigen. Unser kleiner Lightheim-Sucher ist immer noch im Norden unterwegs. Und unsere Kapitänin wartet noch 6 Runden lang, bis sie in Tor-Elyr wieder eine neue Piratenbucht errichten kann. Ja, hat's nicht gut, die Frau, hat's nicht leicht, die arme Dame. Aber na gut, was haben wir denn sonst noch hier? Den Galeonenfriedhof, den können wir zum Beispiel weiter ausbauen, theoretisch. Oh, es gibt uns Armeefertigkeiten, auch nicht schlecht. Wenn wir diese Gebäude hier bauen. Fancy. Gut, egal. Wir warten noch darauf, dass die Stufe 4 erreicht wird. Das dauert 2 Runden, dann bauen wir die ganze Siedlung aus. Insofern, ab in die nächste Runde. Sehr gut, wir haben endlich die silberne Musketenkugel und Entermesser erforscht. Das gibt unseren Bonus für gegen Infanterie für die Horden der Deckarbeiter, Artillerie und Deckwerfer. Immerhin etwas. Und ihr? Geht einmal an Land. Und dann bitte in die Lagerstellung aufschlagen. Genau, und dann erholt sich so ein bisschen ganz, ganz langsam hier eure Gesundheit. Gar nicht mal so dringend habe ich damit tatsächlich. Also eilig, wollte ich sagen. Und zwar machen... Uppala. Nein, das war nicht der Plan. Eine Sekunde. Gehen wir wieder zurück. So. Und zwar stellen wir diese Armee jetzt wieder ein bisschen neu auf. Also wir haben 2 Deckarbeiter. Das sollte erstmal ausreichen. Holen jetzt nochmal eine Einheit mit Stangenwaffen.
Und dann auch die restlichen drei Wächter der Tiefe, die wir jetzt gebrauchen können. Die können wir jetzt rekrutieren. Dementsprechend rein mit denen in die Armee. Und gar nicht mal so weit sind wir, glaube ich, entfernt von dem, von der Möglichkeit, die nächste Armee rekrutieren zu können. Und mit ihr durch die Gegend zu schippern. Nicht mehr allzu weit zumindest. Ein bisschen dauert es noch, ne? Aber ich spüre es bereits am Horizont. So, was forschen wir denn als nächstes? Es dauert ja alles relativ lange. Deswegen sollten wir uns das gut überlegen. Vielleicht ein verringerter Unterhalt gar nicht mal so schlecht, ne? Dass wir da ein bisschen weniger, also dass wir ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben. Hier Magieresistenz ist auch nicht schlecht. Vielleicht sogar physische Resistenz. Dass unsere großen, miesen Einheiten noch weniger Schaden bekommen. Machen wir das doch mal. Okay. Dann könnten wir hier unsere Gebäude weiter ausbauen. Das Hauptdeck zum Beispiel für Wächter der Tiefe mit Stangenwaffen. Und das machen wir auch direkt einfach mal. Es dauert auch hier eine Runde nur. Und dann können wir eigentlich direkt mal auf die hier verzichten. Und auf die hier verzichten, denn dann kriegen wir einfach Wächter der Tiefe mit Stangenwaffen. Die direkt nochmal Schaden ausrichten. Und die Horde der Zombie-Deckarbeiter, die sind dann einfach nur noch Kanonenfutter, das wir vorne ranstellen. Die Frage ist, was wir mit den aufgedunsenen Leichen dann machen, ne, weil wir jetzt ja ein ziemlich stark auf Qualität gehen im Vergleich zur Quantität oder im Gegensatz zur Quantität, ne, die wir vorher mit unseren Deckarbeitern hatten. Jetzt haben wir einen ziemlich harten Kern an Einheiten, aber sobald die ein bisschen Schaden bekommen, sind wir eigentlich am Arsch. Also ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist, ne, das hier so zu machen mit der Armee. Wir sind ja vorher relativ gut noch zurechtgekommen, gegen unsere bisherigen Feinde zumindest. Gefällt mir alles nicht so sehr. Brauchen Möglichkeiten, Einheiten an uns heranzulocken, Feinde an uns heranzulocken. Oh Gott, Vorräte bergen, unser Frachtraum hat ein Leck. Ein Teil der Beute ist schon beschädigt und unsere Waffen und Rüstungen stehen jetzt auch auf dem Spiel. An Deck ist nur begrenzt Platz. Welche Dinge sollten wir zu retten versuchen, solange das Schiff repariert wird? Oh, berg die Waffen, oh Gott, oder die Rüstung. Na geil, berg die Rüstung. So oder so verlieren wir 1000 Goldstücke. Holen uns jetzt mal die Wächter der Tiefe mit Stangenwaffen. Ist diese Armee auch wieder vollständig. Wir müssen noch 4 Runden warten, bis wir unsere nächste Piratenbucht zu einem relativ günstigen Preis errichten können. Ich glaube, wir sollten uns was anderes aussuchen als Tor-Elir. Lass uns mal nach Negaron drüber segeln. Was haltet ihr denn davon? Oh Gott, diese ganzen Winde hier, die ganzen Rituale, die die ganze Zeit abgehalten werden. Es ist richtig ablenkend, überall dies zu sehen. Oh, 3 Rituale gerade gleichzeitig. Skaven, Echsenmenschen und Dunkelelfen sind gerade dabei, ihre Rituale abzuhalten. Irgendwie laufen hier gerade 2 Schwerter des Kane durch die Gegend. Keine Ahnung, was da genau los ist. Aber wenn sie Spaß haben, dann sollen sie es halt machen, ne? Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz an. Schicken wir dich mal nach oben. Schau dir das mal an. Lana Del Rey. Ja, du wirst dann auch demnächst hier graben. Noch nicht, aber demnächst. Oh, warte mal. Tor Arnrock. Ja, hallo. Wer hat denn hier viel Einkommen? Hm? Na, dich hole ich mir aber gerne. Okay. So, wie steht's um die Armee von Noctilus? Hat die sich soweit ja ganz gut erholen können? Ich denke, nächste Runde stoßen wir mit ihr wieder auf in die offene See hinaus. Und ich glaube, unser nächstes Ziel lautet Sartosa. Lass wir uns das mal holen. Ich kann es nicht ertragen, dass hier 2 Piraten sich um Lordan streiten. Und der eine, der versagt ja vollkommen, dieses Swordspine. Also ganz ehrlich, Leute, was wollen wir mit der? Die kann weg.
Die kann weg und dafür habe ich dann Satosa. Wieso nicht? Ich hätte es mir eigentlich direkt schnappen sollen, als ich mir damals die Karte von da geholt habe. Aber irgendwie habe ich es vergessen. Ich hatte Mitleid mit den erbärmlichen Typen. Passiert. Geisteskern wurden vernichtet. Wir kriegen negatives Wachstum im Galeonenfriedhof. Ja, perfekt. Wir haben ja schon so viele Wachstumsprobleme. So. Okay, sie rennt ihr da rüber. Habe ich jetzt auch keinen Bock. Wieso kann ich eigentlich die ganze Zeit das hier sehen? Kann ich gar nicht, oder? Nee, kann ich gar nicht. Es wirkt nur so komisch. Okay, egal. Dann lass mal davon ab. Dann bleib einfach mal ganz kurz hier stehen bei Tor Unrock. Hast noch 2 Runden, bis du was machen kannst. Versuch mal nach dem Schatz zu graben. Vielleicht findest du ja was. Aber du! Du kannst hier mal nach dem Schatz graben. Würde mich verarschen? Ist doch voll der Totenschädel. Gehen wir halt hier rüber zu dem anderen Totenschädel. Lalalala. Mann, ey. Dieses Spiel hasst mich. Dieses Spiel hasst mich vollkommen abscheulich. Hasst es mich. Ah. Bäh. Was für ein missgünstiges Spiel das doch ist. Ich bin enttäuscht. Bitter enttäuscht. Nein. Also wirklich. Ein Meer voller Gelegenheiten. Unterhaltung mit mehreren gefangenen Admirälen haben Informationen zu verschiedenen möglichen Zielen geliefert. Die Zeit reicht nur für den Angriff auf ein Ziel. Wir müssen also weise wählen, welchen Konvoi sollen wir angreifen. Bretonische Kaufleute. Bringer exotischer Güter. Sklavenräuber der Dunkelelfen oder Norsplünderer. Lass uns mal die exotischen Güter nehmen. Also, wie es scheint, wollen ein paar kühne Burschen aus der neuen Welt alles riskieren, um es mit den Elementen und natürlich uns selbst aufnehmen, die ohnehin nichts mehr zu verlieren haben. Ihr Ziel ist sehr wahrscheinlich Satosa. Sie sind zwar gut geschützt, aber die Gelegenheit, ihre Fracht einzunehmen, sollten wir uns nicht entgehen lassen. Machen wir das? Ja! Lennart, Bringer der exotischen Güter. Von da segelt er los. Ziel Satosa, wurde ja gerade gesagt. Also perfekt, denn da wollte ich ihn ohnehin hin. Okay, wir müssen jetzt leider gerade nochmal ganz kurz uns in diese Position begeben. Aber das ist nicht so schlimm. Also. Bringer der exotischen Güter. Derzeit noch hier. Wahrscheinlich bewegen sie sich und wir müssen sie abfangen. Okay. So, du hast jetzt hier keinen Schatz finden können. Nope. Dann gehst du halt hier rüber. Ein verwirrender Müll ist das hier. Diese Schweine. Diese verdammten Schweine. Die haben tatsächlich Lana Del Rey einfach verwundet. Ich glaub's ja nicht. Ach, diese Mistkerle. Boah, ich dreh durch. Wie können sie es wagen? Wie können sie es einfach wagen? Okay, also gucken wir mal. Okay, die scheinen nicht gerade weit vorangekommen zu sein. Ich habe das Rosa gelesen und ich dachte, ich muss dann halt... Ich dachte, ich muss dann halt in Richtung Satosa sein und dann habe ich das angenommen. Aber jetzt, wenn ich mir das anschaue, muss ich ja in die entgegengesetzte Richtung sehr zum Kotzen. Na gut, dann ab mit dir. Säge dem mal entgegen. So, Lana wird sich bestimmt nächste Runde oder sowas wieder erholt haben. Hoffe ich zumindest mal. Lass mal hier rüber. Da ist der nächste Totenschädel. Wehe, der ist es auch nicht. Gar nicht mal so viel Geld hier irgendwie. Na gut, Siedlungsverbesserung im Galeonenfriedhof. Ja, wir können ihn natürlich ausbauen. Machen das auch mal. Ich hoffe, dass uns der Schatz genügend Geld einbringt. Also entweder der Schatz oder aber der Überfall auf die Bringer der exotischen Güter. Wollt ihr mich veralbern? Es gibt genau 2 Totenschädel hier im Norden. Den hier und die beiden da drüben. Also es sind genau 3 genommen, weil ja zusammen 2 ist, also 3. Also ihr wisst schon. Und ihr wollt mir jetzt sagen, dass beide nicht der Totenschädel waren, den ich gesucht habe.
sich hier irgendwie in der Rückwand plötzlich noch ein versteckter Totenschädel oder sowas. Nee. Hier ist nichts. Trotzdem habe ich schon wieder den Schatz nicht gefunden. Was soll das denn? Ich meine, hä? Ah, nochmal. This is bullshit. Diesem Mund fehlen vielleicht Zunge und Lippen, doch schließen wird er sich nie, denn sein Durst kann nur selten gestillt werden. Sein Durst kann nur selten gestillt werden. Meinen Sie vielleicht gar keinen Totenschädel? Übrigens alles Rätsel des Ranald. Fehlen vielleicht Zunge und Lippen. Schließen wird er sich nie, denn sein Durst wird nie gestillt werden. Wird nur selten gestillt werden. Nur selten gestillt werden. Irgendwas, wo ein Fluss reinfließt, aber meistens ausgetrocknet ist. Ich habe keine Ahnung. Boah, ist das mies. Mann. Das ist doch ein schlechter Scherz. Ja gut, scheinbar bin ich echt zu blöd für irgendwelche Rätsel. Gut zu wissen. Na gut, ich hoffe, Lana erholt sich bald. Wo haben wir denn unsere Bringer exotischer Güter? Ich glaube, die bewegen sich ganz, ganz, ganz langsam in unsere Richtung. Die werden wir sowas von abfangen müssen. Hey, die Jungs der verbotenen Küste sind wieder zurück. Sehr schön. Toll. Und wir sinken gerade im Weltranking der Superpiraten. Dann lass uns doch mal ganz kurz ein paar Orks vernichten. Oder eben nicht, weil sie davon segeln. Ashok der Blutige. Ja, Ashok der Feigling. Haha. Wir haben eh sogar noch viel zu viel Zeit, bis diese Typen ankommen. Die wir hier wirklich überfallen möchten. Können wir auch mal nebenbei ein paar andere Flotten vernichten. Es ist denn ein Mund, der sich nie schließt und dessen Durst nur selten gestillt wird, aber manchmal gestillt wird, ne? Das heißt ja, sein Durst wird gestillt. Ach, keine Ahnung, ey. Okay, gerade eben ziehen sie sich vor mir zurück und in der nächsten Sekunde greifen sie mich an. Also irgendwie können sie sich nicht so ganz entscheiden, die Herrschaften. Na gut. Auf ein neues. Mal schauen, wie ich mich seither verbessert habe. Oder eher verschlechtert haben werde. Langsam. Sehr langsam schleichen sich die Leitheimsucher durch den Wald. Unten. Im Tal. Ihre nichtsahnenden Opfer. Goblins. Mit ihren vermaledeiten Kackkatapulten, die mir richtig auf den Keks gehen. Hallöchen, willkommen in der Schlacht. So, folgendes ist die Situation. Wir stehen hier mit unseren Mädchen. Ganz vorne die beiden Einheiten. Daneben jeweils zwei Musketiere und dahinter in langer Reihe unsere Wächter der Tiefe. Links und rechts natürlich jeweils die Stangenwaffeneinheiten. Ja, und ihr seht, die Katapulte fokussieren natürlich auch sofort die Stangenwaffen, also die Truppen. Ich versuche sie natürlich so gut es geht hochzuheilen. Denn der Feind nähert sich mit sehr vielen berittenen Einheiten hier auf seiner linken Flanke mit zwei Wolfsreitern und seiner rechten Flanke mit zwei Wildschweinreitern. Da sind Orks drauf, das ist böse. Ja, und hier kommt der große Ansturm. Ich habe natürlich vollkommen vergessen, dass auch Trolle in der Armee drin sind, als ich unsere Schwerträger positioniert habe. Aber es ist mir egal, ich versuche möglichst gut unsere Hügelvorteile hier zu nutzen. Wir stürmen herab in den Feind und eieiei, hier seht ihr es. Da rennen sie sofort auf unsere Leute.
schnetzen sie ab. Aber natürlich kommen unsere Speerträger hinzu und glaubt mir, das werden sie hier bereuen. Ja, guckt euch das an, wie sie abgeschnetzelt werden. Die Trolle haben keine Chance gegen unsere Speerträger und fallen einfach wie die Fliegen. Auf der Seite hier haben wir es mit unseren Promethianern geschafft, die Wolfsreiter in einen kleinen Kampf zu verwickeln. Ich glaube, auf der anderen Seite sind die Promethianer auch dabei, hier mit den Wildschweinreitern. Das heißt, sie haben keine Chance. Hier versuchen sie mit Ork-Jungs auf unsere, Fernkämpfer loszugehen. Und ich versuche, diese Fernkämpfer zurückzuziehen. Die brauchen aber ewig, um sich umzudrehen. Aber mit etwas Glück kann diese Leiche etwas ausrichten. Kann sie? Halt, sie läuft und fliegt und siegt. Wunderschön. Absolut wunderschön. Ein paar Leute sind noch übrig geblieben, aber das hat guten Schaden hinterlassen. So, und damit flieht auch schon alles. Ja. Das war diese Schlacht. Wesentlich einfacher, als man gedacht hätte, oder? Also, wenn man das mal mit der gleichen Schlacht, also mit den gleichen Gegnern, ein bisschen vorher vergleicht, wir haben uns schon doch etwas verbessert. Also was die Truppen angeht, nicht was meine Taktik vielleicht angeht, aber kann sich sehen lassen. Okay, dann bis gleich auf der Kampagnenkarte. Tüdelü. Ah, endlich haben wir mal Truppen, die wenigstens ein bisschen was können. Ja, die Armee hat sich quasi halbiert, was die Zahl angeht, aber dafür sind sie gar nicht mal so übel, finde ich. Ja, wir verstärken, was wir können. Ashok zieht sich zurück, der blutige Mistkerl. Wurde von uns noch blutiger geschlagen und, zieht sich jetzt mal eben die nächste Wunde zu und unsere Leiche wurde wieder mal vernichtet. So. Ritus freigeschaltet. Fluch der Kanone der Königin. Ja, Hallöchen auch. Ich bin's, der Struppi-Struppani. Und wisst ihr, was wir jetzt gerade freigeschaltet haben? Wisst ihr es? Oh, ihr werdet es bald noch herausfinden. Ja. Ja, das finde ich gut. Diesen Ritus führen wir auch gleich durch, sobald wir uns in unser Gebiet zurückgezogen haben. Die Norse-Plünderer bewegen sich langsam in unsere Richtung. Du bewegst dich langsam durch die Gegend und verzweifelst, weil du immer noch keine Ahnung hast, welcher Mund sich niemals schließt und so ein Scheiß. Geh mal nach Norden, vielleicht findest du da irgendwas. Auch wenn ich es nicht glaube. Kein Plan. Okay, hat sich denn mittlerweile Ulana erholt? Hat sie immer noch nicht? Arcanes Artefakt. Oh, Gauners Scherbe. Was bringt das denn? 100% Chance auf Kontrollverlust bei Feinden, denke ich mal. Noctius hat den nächsten Rang erhalten, genau. Ah, und er ist... Oh, in mehreren Offensivschachten Siege errungen. Vipernkiller. Beim Kampf gegen Aufwiegler-Armeen. Und Führerschaft bekämpfen auf See, aufs Maximum. Eine betrunkene Mannschaft ist mir lieber als jede Meuterei, Jungs. Zeit für Grog. Okay, klar, wieso nicht? Gesundes Verhältnis zum Alkohol. Das ist immer was Schönes. Ah, da ist Lana Dienst wieder zurück. Bereit zu dienen, und das wird sie auch direkt mal, indem sie uns zur Anrock sichert. Und du bist jetzt genau wieder zurück zu Hause und dann führen wir doch mal den Ritus. Ah, es heißt, dass Harkon selbst den Höllenhammer ergriffen hat und so an dieses brutale Artilleriegeschütz gelangt ist. Angeblich ist Bess verflucht oder um genauer zu sein, sind die Opfer in ihrem Fadenkreuz die wahrhaft Verfluchten. Queen Bess, rüstungsdurchdringende Geschosse gegen Infanterie, die geile Superkanone. Gehört damit uns. So. Rekrutieren wir sie doch mal, die junge Dame. Und dann sollten wir uns noch, Queen Bess ist quasi, ich glaube, ein riesiges Mörsergeschütz. Frage ist, ob wir uns aus dem Galeonenfriedhof dann doch mal eine Karonade oder so besorgen. Ich glaube, wir holen uns erstmal nochmal eine aufgedunsene Leiche. Und setzen uns dann mal in Bewegung, um jetzt wirklich langsam mal diese,
die Plünderer hier, die, ach komm schon, Beringer exotischer Güter abzufangen. Na, die sind ja langsam hier unterwegs und sollten uns bald in unsere Richtung angekommen sein. Ah, ein Achievement. Achievement. Fahrt die schweren Geschütze auf. Ja, gerne. Ich tat es soeben. Keine Ahnung, was die wollen. Ah, wir haben die verstärkten Kadaver erforscht. Physische Resistenz und so weiter. Das ist gut. Das heißt, wir gehen jetzt auch wirklich auf den verringerten Unterhalt für unsere Seesoldaten. Und auf das Rundenende, meine Lieben. Nächstes Mal werden wir uns dann um die kleinen, lieben, Möchtegern-Händler kümmern und dann endlich nach Sartosa segeln, um dieses einzunehmen. Ich hoffe, dass euch diese Folge, wenn auch wenig actionreich, soweit gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, macht es also gut und ja, habt noch einen schönen Tag. Arrrr.